Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nochmal eine Rezension und zwar zu einem wunderschönen Buch. Und zwar Love Me Lordly von Kathi Weber. Vielen Dank an die Autorin und an das Fuchsteufels-Mild-Team, dass sie mir dieses Buch zur Verfügung gestellt haben als Rezensionsexemplar. Und ja, ich habe es gelesen. Es ist aus dem Genre New Adult. Und es geht um Alice und ja, Alice ist ziemlich arm. Sie arbeitet als Kellnerin, glaube ich, um über die Runden zu kommen und ja, sich gerade so über Wasser zu halten. Und dann passiert ihr etwas, was überhaupt nicht gut ist, nämlich sie fährt einem stinkreichen Kerl in sein verdammt teures Auto. Und das ist natürlich ziemlich beschissen. Dazu kommt noch, dass Alice keine richtige Versicherung hat. Und ja, so kommt es, dass sie dann denjenigen kennenlernt, dem das Auto ja vermeintlich gehört, sag ich mal, nämlich Kian Paxton. Und ja, er ist eigentlich ein Arschloch. Und ja, er geht aber einen Deal mit ihr ein, womit sie ihre Schulden bezahlen kann. Und ja, sie lässt sich kurzerhand darauf ein, weil sie kann es überhaupt nicht gebrauchen, dass sie ja angeklagt wird oder dass sie ganz, ganz viel Geld bezahlen muss. Und deswegen lässt sie sich auf diesen Deal ein. Und ja, Kian Paxton hat natürlich so seine Hintergedanken. Er will was ganz Spezielles damit erreichen und deswegen, beziehungsweise dafür kann er Alice dann gebrauchen und dafür ja, benutzt er sie dann quasi auch und ja, wie gesagt, sie geht darauf ein. Ja, das ist so der grobe Inhalt. Ich muss sagen, mir hat dieses Buch unglaublich gut gefallen. Es war richtig, richtig gut. Erstmal der Schreibstil, der ist total locker und flüssig. Wir lesen immer abwechselnd aus Alice und dann wieder aus Kians Perspektive, was ich super, super gerne mochte. Ich mag das momentan allgemein sehr gerne. Früher mochte ich es nicht so super gern, aber mittlerweile mag ich das echt sehr gerne. Also wie gesagt, erstmal der Schreibstil war super, super locker. Dann die Geschichte an sich, muss ich sagen, klang vom Klappentext her erst ja wie eine Geschichte, die man schon tausendmal gelesen hat. Ihr wisst, ich mag solche Geschichten eigentlich, auch wenn ich sie schon tausendmal gelesen habe. Aber diese war dann tatsächlich doch ein bisschen anders und das fand ich so toll. Ich habe dieses Buch an nur einem einzigen Tag verschlungen, weil es so gut war. Wirklich, ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe zwar irgendwie damit gerechnet, dass es gut ist, aber ich habe niemals damit gerechnet, dass es mir so, so gut gefallen würde. Ich mochte die Geschichte super gerne, ich mochte die Charaktere super gerne. Die Nebencharaktere fand ich klasse und dieses ganze Zusammenspiel hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Es war nicht zu übertrieben, nicht zu abgedroschen. Dann auch ja, es war aber trotzdem, es war sexy, es war aber nicht zu sexy. Ich mochte es einfach und ich fand auch, dass die Chemie zwischen den beiden Charakteren, die konnte man hier richtig spüren. Also ich konnte sie richtig spüren und das finde ich ist sowieso immer ein riesengroßer Pluspunkt, wenn man diese Chemie spüren kann bei zwei Charakteren und das konnte ich, weil bei mir persönlich ist es so, wenn ich es nicht spüren kann, dann, ja, ich weiß nicht, ich fühle es dann einfach nicht. Ich habe da nicht so diesen Flow in dem Buch. Und in diesem Buch hatte ich einfach den Flow und ja, ich mochte es. Ich mochte auch die Charaktere. Alice, ja, sie ist in so einer ja, aussichtslosen Situation eigentlich, aber trotzdem ist sie mutig. Anfangs muss ich sagen, war sie zwar mutig, aber dennoch hatte ich so erst das Gefühl, sie ist so ein stilles Mäuschen und lässt alles mit sich machen. Aber das hat sich dann ganz schnell geändert. Also das war echt, das ging nur so über ein paar Seiten, wo ich wirklich so dachte, okay, die lässt alles mit sich machen. Die macht die eigentlich so ja und armenmäßig. Also die nickt nur und sagt nur ja und lässt alles mit sich machen. Also das Gefühl hatte ich erst. Aber so war es dann überhaupt nicht. Wie gesagt, sie ist richtig mutig und ja, steht für sich ein. Auch wenn sie arm ist und ich mochte sie deswegen richtig gerne und auch Kian mochte ich richtig gerne. Er ja, ist natürlich sexy, er ist heiß und ja,
unwiderstehlich und er zieht sie natürlich total an. Er ist zwar ein bisschen fies, aber das alles auch so aus einem bestimmten Grund. Und eigentlich, ja, die Entwicklung von den beiden mochte ich sehr gerne. Natürlich kommen sie sich dann ein bisschen näher oder beziehungsweise, ja, funkt es zwischen den beiden und das war wirklich ganz, ganz toll. Ich muss tatsächlich sagen, am Ende war es nicht so wie die typischen Bücher aus diesem Genre, denn meistens ist es ja so, dass die sich dann näher kommen und dann so gegen Ende hin passiert irgendwas Schlimmes oder nicht so Schlimmes und die beiden trennen sich erstmal für eine bestimmte Zeit. So ist es in den meisten Büchern dieses Genres. Und dann am Ende finden sie natürlich wieder zusammen. Ne? Also so ist es wirklich in den meisten Büchern. Hier war es gar nicht so. Und ich habe mir erst gedacht, okay, komisch. Aber ich muss sagen, das Buch kam auch völlig ohne dieses Drama aus. Also ohne dieses, bam, es passiert jetzt richtig was Schlechtes oder Schlimmes und wir trennen uns für ein paar Monate. Und wie gesagt, es hat mir erst gefehlt, weil ich das so kenne, weil das immer so ist. Und beziehungsweise fast immer so ist. Aber letztendlich fand ich es auch richtig cool, dass es nicht so war, weil es hat das Buch irgendwie besonders und einzigartig gemacht. Und ja, es war einfach, wie gesagt, es hat dem Buch überhaupt keinen Abbruch getan und es hat auch nichts gefehlt. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, das hätte drin sein müssen, dann wäre das Buch der Hammer gewesen. Ich fand, das Buch war der Hammer. Ich habe es so gerne gelesen. Ich kann euch gar nicht sagen, wieso. Stimmt nicht. Ich sage euch ja gerade, wieso. Aber ich fand das einfach klasse. Ich mochte das unglaublich gerne. Es war einfach richtig, richtig cool. Und für mich haben die Charaktere einfach super zusammengepasst. Und wie gesagt, die Chemie hat total gestimmt für mich. Ich mochte die Charaktere, also die Chemie zwischen mir und den Charakteren hat auch sehr gut gestimmt. Das ist auch immer sehr wichtig. Und ich fand es einfach rundum gelungen und einfach nur klasse und kann euch dieses Buch nur empfehlen und ans Herz legen. Und ja, das war es auch schon mit meiner Rezension. Lest dieses Buch auf jeden Fall. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Es hat mir so gut gefallen und ich hoffe, dass es ein paar von euch auch gefallen wird. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss!